Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wiggles. So, ich habe jetzt mal kurz in der Zwischenzeit ein bisschen gespielt und habe, naja, unsere ganzen Zwerge mal wieder ausgestattet hier, dass sie wieder alle ihr Zeug dabei haben und auch die Arbeitszeiten angepasst, dass die Partner wieder zusammen, ja, zusammenarbeiten, beziehungsweise zusammen Pause haben. Genau, dass wir hier. Naja, nicht den Überblick verlieren und die Zwerge sich trotzdem noch mögen und so. Und jetzt suchen wir uns mal eine Zwergen-Menschheit, ja, eine Zwerglichkeit, die jetzt mal auf den Lauf geht und hier unten graben geht. Gucken wir mal. Kann die denn gut? Ja, die kann ganz gut graben. Dann schauen wir mal. Nehmen wir mal die Charlotte. Hä? Hallo? Kannst du, kann die nicht unten graben? Ich bin schon gewundert, warum die ganze Zeit nicht graben hier. Ah, guck mal. Er macht das. Aber egal. Lassen wir sie auch mal graben. So, ups. Wer war denn das jetzt? Tommy? Nee. Gerner? Ja, Gerner war es. Ach, guck mal, sogar mit diesem Ding hier. Ah, der Kristallstrahl. Gucken wir mal, ich habe die Höhengenerierung habe ich eingeschaltet. Genau. Schauen wir mal. Ach, guck mal, da ist schon die erste Höhle. Jetzt geht's ja schon los. Na, vielleicht sollten die auch gut kämpfen können, ne? Ich sollte vielleicht nicht alleine losziehen. Auch. Kann die gut kämpfen? Ja, die hat eine gute Axt dabei. Dann lassen wir die beiden mal da unten kämpfen. Eine Brut in Rot. Und zwei sogar. Drei sogar. Oh Gott, vielleicht sollte ich noch mal nach oben gehen. Die können ja nicht klettern. Ich dachte, jetzt kommen die uns hinterher, aber gucken wir mal, ob wir das zu zweit hinbekommen. Ansonsten müssen wir vielleicht noch eine dritte Person ranholen. Oh oh, die machen ganz gut Schaden. So, jetzt den. Ich glaube, das ist nicht so gut. Vielleicht sollten wir noch einen guten Kämpfer mitnehmen. Ah, nee, der haut mal ab. Das ist nicht so gut. Die sollen wir ja hier nicht wegsterben. Hätten sie vielleicht noch geschafft, aber wir wollen ja nichts. Überstürzen. Warte mal, wir hatten noch eine Person, die sehr gut kämpfen konnte. Kampf. Ah ja, hier. Die Althea. Dann wollen wir das doch auch mal nutzen, dass die so gut kämpfen kann. Wer kann noch gut kämpfen? Zwerge. Die Charlotte, die war schon hier. Der Jürgen. Ja gut, den will ich nicht benutzen. Den war noch die Monika mit. Komm mal mit, Monika. Wo sind sie denn jetzt? Dieser Fahrstuhl hier. Es gibt auch noch irgendwann später einen Kristallfahrstuhl oder so. Und mit den haben wir ja, glaube ich, auch schon gesehen. Ne? Der beamt ja die Leute zwischen den Stockwerken. Das ist auch cool. Ich glaube, den will ich dann auch bauen. Aber dafür weiß ich gar nicht. Gibt's da, habe ich da schon. Nee, falsch. Das war. Entwicklung, ne? Hier. Kristallfahrstuhl. Gibt es das hier irgendwo? Da, die Kristallschmiede. Im Dampfhammer. Den haben wir. Haben wir den? Den haben wir doch, oder? Dampfhammer. Hier. Da. Ah, können wir den hier noch hinstellen?
Komm schon. Oh, ernsthaft? Hier wird da auch nicht hinpassen. So, was? Dann bauen wir den wieder ab. So, Monika. Hier unten. War nicht noch irgendwie? Ich hatte doch noch jemanden geschickt. Altea, oder? Altea. Hä? Oh, die war schon hier unten und ist wieder nach oben gefahren. Ja gut, dann soll die Monika schon mal vorgehen. Die konnte ja auch relativ okay kämpfen, bin ich der Meinung. Oh, ein neuer Zwerg ist geboren. Der Knut. Da oben. Na, alleine kämpfen ist nicht so gut. Wann ist denn die andere hier endlich da? Oder ist sie jetzt schon wieder weggelaufen? Hä? Hallo? Was soll denn das? Ist schon wieder fast tot hier. Oh, ein Buch. Enzyklopädie der Pilzstämme. Na, nehmen wir mal mit. Stimmt, die ganzen Bücher habe ich ja zurückgelassen, bin ich der Meinung. Schatztonne. Anomalie unter der Erde. Okay, auch mitgenommen. So, und dann gehst du direkt mal hier runter. Das ist ja eine witzige Höhle hier. Im Hauklotz könnten wir eigentlich auch noch mal ein paar Leitern herstellen. Machen wir mal 7. Haben wir genügend Holz gerade. Können wir nämlich hier durchgraben. Und hier eine Leiter hinbauen. Ja, Monika ist fast tot. Ich weiß auch nicht, warum hier die ganze Zeit diese Kampfgeräusche wieder sind. Ist wieder irgendwas kaputt gegangen anscheinend. Ich glaube, ich baue dann lieber hier einen Durchgang. Dann hier die Leiter hin. Oh, hier ist eine interessante Höhle. Gucken wir mal. Was ist denn das schon wieder? Oh mein Gott, ist das die Drachenmama? Na, wenn das nicht Madame Drache ist. Oh, lieber weg. Hm. Ah, da ist ein... Boah, sag bloß, das ist Thors Hammer. Das wäre ja mal richtig geil. Ja, das wäre echt cool. So, Drache. Können wir da jetzt hingehen? Ich glaube mal, ich nehme mal lieber sie hier. Angst. Halt! Wer da? Ich bin die Hüterin des Hammers! An mir kommt keiner vorbei. Zeige dich! Wir sollen dich von deinem Mann grüßen. Ich habe keinen Mann. Und außerdem ist er ein widerlicher Schwätzer. Ja, genau. Du hast keinen Mann. Wie geht's ihm denn?
Nun ja, um ehrlich zu sein, nicht so sehr gut. Er ist im Grunde genommen etwas, nun ja, tot. Aber tapfer und aufrecht im Kampf gegen Fenris und seine Schergen gestorben. Oh ja. Ein Schwätzer war er. Aber großmütig. Wir haben hier etwas für dich. Oh. Jetzt kommt der Kleine. Mein Sohn. Ist er es wirklich? Danke. Vielen Dank. Wartet! Ihr wollt Fenris erwischen? Ich glaube, da kann ich euch helfen. Oh mein Gott, können wir den jetzt als Waffe benutzen? Wäre ja mal richtig geil. Wie die Sounds einfach fehlen. Das ist der Hammer. Hoffentlich hilft er euch. Ist ja echt ein großer Hammer, du. So, kann man den jetzt... Magischer Schmiedehammer. Okay. Was kann der? Der kann einfach... Das ist wahrscheinlich ein Questgegenstand. Okay, ja cool, da haben wir jetzt endlich das süße Drachenbaby zu ihrer Mama seiner Mama gebracht. Cool, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Die andere ist schon wieder abgehauen, ne? Ja, die haut jetzt gerade ab. So, aber ihr wird nicht geschlafen. Jetzt geht's gleich mal weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Cool, dann haben wir jetzt den Schmiedehammer, wofür auch immer wir den brauchen. Ich vermute mal für eine Quest später. Haben wir denn schon ein paar Leitern vielleicht? Nö, noch keine Leiter. Essen sind wir gut versorgt, wie es aussieht. Das ist sehr schön. Okay, dann kommst du mal mit hier runter. Die soll ja nicht alleine laufen. Wir uns mal weiter oben. Na, mal gucken, wie gut sie das hier verträgt. Guck mal, du kannst hier noch den da holen. Die bessere Waffe scheint auch nicht so viel zu bringen. Große Streitaxt. Okay. Wir wissen die hier stärker, oder? Hä? Habe ich die nicht besiegt jetzt, den einen? Oder, ach, die waren zu viert. Ja, die waren zu viert. Puh, ja gut, dann müssen wir mit noch ein paar anderen mal wieder runterkommen, würde ich mal sagen. Lass ich die hier erstmal ein bisschen wieder heilen. Können uns ja auch mal... Hier waren da noch irgendwo Tränke, oder? Da, Heiltränke. Können wir uns ja auch mal welche holen. Aber ich wollte ja erstmal gucken... Das wird ja wohl immer noch nicht zusammengebaut. Was machen die denn hier oben? Okay, ja, dann
müssen hier jetzt erstmal wieder hochkommen. Dann würde ich vielleicht mit 3 Leuten mal losziehen. Echt. Einfach mit dem hier. Wenn der hier schon mal steht. Und der baut hier unten schon mal die Leiter auf. Und dann suchen wir uns mal noch 2, die gerade nichts zu tun haben. Hier. Der Tommy und der Terje. Terje, wie auch immer. Terje. Oh nein. Tommy und Terje. Da. Der muss noch ein bisschen üben. Hier liegt noch Essen rum. Laurentia! Okay. Wir kriegen die untere Zeit hier mal. Glaube ich zumindest. Ah, ich glaube schon. Untere Zeit war, glaube ich. Oder war das die linke Zeit? Links haben wir eine. 2. Ich bin verwirrt. Das passt schon so. Okay, jetzt sind die alle hier. Jetzt können wir kämpfen. Ah ne, sind nur 2. Ne, sind alle 3. Wo ist denn der dritte? Ist der da mit drin? Okay, die sind da alle 3. Irgendwie. Tommy? Ist der unsichtbar, oder? Hä? Irgendwas ist da komisch. Der Jerry? Naja, sind die dann halt alle da. Ja, da sind sie. Okay. Kommen alle gegen einen, dann geht das schon. Okay, hier haben wir noch Kohlebrocken. Oh, ein Goldbrocken. Ja, das ist ja cool. Das bauen wir doch ab und nehmen es mit, würde ich sagen, oder? Noch einen, der irgendwie Stein gut kann und Metalle wäre das dann, ne? Metalle haben die alle nicht. Okay, dann schicken wir sie mal wieder zurück und leeren die mal hier aus. Jetzt haben wir hier
Die Dreherei passt die... Ah, die passt hier oben hin. Guck einer an. Dann bauen wir die da hin. Und... Was war das jetzt? Dampf... Nee, der Druck... Dampfhammer, genau. Der muss dann hier unten rein. Ich hoffe mal, der passt. Sieht eng aus. Da ist die nächste Leiter. Die können wir hier hinstellen. Ja, geht doch voran. Guck mal, der hier kann nochmal seine Kappe-Dings hier absetzen und dafür sich eine neue holen. Wie die alle brabbeln. Ja, okay. Dann haben wir also diese Folge den Drachen zurückgebracht. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und wir haben jetzt den Hammer. Das ist der Hammer. Nee, also mal gucken, was wir mit dem machen müssen. Ja, was? F9 war das, ne? So. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder den ganzen... Nein, nein, nimm das doch nicht auf. Zack. Gut. Die heilen sich hier dann langsam. Okay, dann würde ich sagen, wie es dann hier weitergeht, erfahren wir dann zusammen in der nächsten Folge. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.